Ja, hier sind nochmal die URLs von der ganzen Geschichte. Das eine ist eben der Text selbst, das andere ist eben die Seite im Pentabuff dafür. Und ja, gehen wir da das mal an. Mal sehen, ein bisschen hin und her rückeln. Da. Ja, wie immer natürlich als Interface benutze ich die Shell. In der Shell gibt es ein bisschen was zu zeigen. Und wer immer mal was zeigt bei der Shell, immer wieder möchte ich den Leuten das gleich wieder zurufen. Ich sage es jetzt mal, weil ich die Gelegenheit habe zu broadcasten. Leute, das sollt ihr mal wissen über die Shell. Und zwar, ihr kennt das vielleicht, man gibt da irgendwas ein und dann kommt da eine Fehlermeldung, ist wurscht. Es steht irgendwas. Und es ist gut eigentlich beim Vortrag, das so zu haben, dass man immer mal wieder das ganze Bildschirm irgendwie löscht, damit man sieht, was eigentlich gerade das Wichtige ist. Ja? Und dann gibt es die Clear-Tipper. So, super, super Befehl, ja. Und dann Bildschirm geklärt. Super. Aber zählen wir nochmal, ja. Clear und ein Return, 6 Dinger, ist schon ein bisschen viel. Was kann uns natürlich helfen? Aliase, Shell, Asia, coole Sache, ja. Wir definieren mal, dass das C so viel bedeuten soll wie Clear. Dann ist es da, nochmal gucken, Alias C, ja, gibt es wirklich. Wir geben ein C ein und Return, geklärt. Super geil, reduziert auf 2 Tastendrücke. Genau. Genau, 2 Tasten. Ja, diese. Was jetzt, was jetzt, was jetzt? Ein dreiköpfiger Affe. Hier greift jemand vor, aber es ist genau das Richtige. Genau. Ich will darauf hinaus, es gibt eine interne Shell-Funktion, die getriggert wird per Default, per Ctrl-L, die genau das macht. Bla 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 bla. Achtung, Ctrl-L. Und das Schicke an der Sache bei dem Clear, dass die Input-Zeile, so heißt sie ja, behalten wird und immer noch da ist. Ein Tastendruck. Ja, da sagt jemand 2. Es gibt so eine echt Scientific Study, die hat gesagt, alle Metatasten, Shift, Control und so weiter werden gezählt als halbe Tastendrück. Also ich habe es reduziert auf 1,5. So there. Ja, ja. Nicht extended, Meta, Alt, Control, Shift. Genau, der Mann, der nickt, ja. So, also, Control L sollte man kennen. Why is actually das Ganze da? Genau. Gehen wir weiter. Jetzt wird's, ich ziehe an, ja? Jetzt wird es schneller. Es gibt verschiedene Sachen, Kommandos, die man benutzen kann, um auf der Inputzeile ein bisschen was zu löschen. Die stehen da. Ihr könnt lesen, also tut's das. Und das ist Homework, ja? Aber das Wichtige bei dem ganzen Löschen ist das Ctrl-Y. Was immer man gemacht hat, Ctrl-Y holt das wieder hervor. Und zwar von den 10 letztgemerkten Dingen in der Shell. Ja, es gibt den sogenannten Kill Ring. Wenn man erst mit Ctrl Y das gegeben hat und dann Escape Y oder Alt Y drückt, dann, achso, ich habe das noch nicht vorgegeben, muss ich mal was tippen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt haben wir ein bisschen Input allerdings. Und ich nehme jetzt mal Ctrl W, um Wort zu löschen, nach links. Ja? Also ich lösche. Dann ist was gelöscht. Alles, was hintereinander gelöscht wird, wird in ein Löschdings hineingepackt. Jetzt gehe ich mal ans Ende. Achtung, übrigens Ctrl-E. Man muss dann nicht 20 Mal nach rechts gehen mit dem Error. Ne? Und dann Ctrl-Y holt das heraus und Alt-Y nimmt das, was davor gelöscht war, wieder hin. Und jetzt machen wir nochmal Alt-Y und jetzt nochmal wieder zurück. Also bis zu 10 Sachen werden gemerkt und in eine Ring-Fashion und das kann man benutzen und das heißt Kill-Ring und schaut es nach im Manual oder lasst es euch zeigen oder kommt am Sonntag zum Realraum, dann machen wir das nochmal ein bisschen langsamer. Realraum, der Hackerspace in Graz. Wer kennt den Realraum noch nicht? Melden. Ja. Na, und sagt alles ab am Sonntag, kommt zum Realraum. Okay, Brockmanngasse 15. Realraum.at, da steht es eh. So, der Killring. Wenn ihr eine Bash habt übrigens, welche Bash habt ihr? Aufrufen, ja, was haben wir denn? Wo gucken wir nach? Im Manual, im Pfad, im S-Trace? Nein, es gibt eine Funktion, Ctrl-X, Ctrl-V. Bam, da steht's. Ihr habt dann Version 4.2. 4.2, immer gut. Genau. So, das haben wir gezeigt. Man kann auch noch ein bisschen schneller bewegen. Ctrl-A an den Anfang. Ctrl-E ans Ende, Ctrl-B backwards, Ctrl-F forward. Das habt ihr jetzt alle gemerkt und ihr werdet zu Hause üben und ich frage euch am Sonntag ab. So.
Ja, ich habe dann mal so ein Bash-RC selbst geschrieben. Da gibt es eigentlich im Wesentlichen, wollte ich mir einfach mal was zum Nachgucken merken, eine Funktion Help Me, die spuckt einfach nur Text aus, da sollte es drinstehen. Leider ist diese ganze Datei noch nicht so ganz fertig, aber wenn ihr wollt, dass es fertig wird, schreibt es mir eine Mail. Ja, das ist immer gut als Aufforderung. So, CD. Viele Leute kennen das nicht so ungefähr, ein paar Sachen kennen sie schon, ja. Also man geht dann an irgendwas zufälliges Verzeichnis wie TMP und mit CD, ja, wir kommen jetzt wieder nach Hause, manche schreiben dann also wirklich hin, ich muss in das Home-Verzeichnis, ja, und so, nein, das geht doch gar nicht, ja, CD geben und man ist wieder daheim. Das Schöne ist, dass dieses Ganze, was wir vorher hatten, sich gemerkt wird in einer Variable, die heißt OldPWD. Und die wird auch im Prinzip benutzt, wenn man sagt, CD, Achtung, jetzt kommt der super Parameter, Minus. Ja, da sind wir wieder. Und wieder Minus, sind wir wieder zurück, weil sich das immer wechselt. Ja, super, super. Genau, jetzt habe ich aber kein CD eingegeben, sondern nur Minus. Was ist das? Das ist ein Alias. Schaut. So, Alias, Minus, was ist das? Ah, da sind ganz viele, die damit beginnen. Da steht dann noch einmal. Also, Minus bedeutet nichts anderes als CD Minus. Jetzt könnten natürlich ein paar Leute behaupten, ich bin faul. Das stimmt. Ja. Wozu haben wir denn diesen ganzen Computer? Wir machen den ganzen Kram, um uns irgendwann was zu vereinfachen. Und das ist legitim und das ist super. Und ich denke, wir sollten immer den Augenmerk drauf legen, was für Probleme haben wir eigentlich. Der Computer ist ja fast immer eigentlich nicht Selbstzweck, sondern eben das Gegenteil, nur ein Werkzeug. Und damit wollen wir uns nicht so lange beschäftigen, wie wir wollen, sondern so kurz wie möglich. Und deswegen gibt es Alias und solche coolen Sachen. Also schaut euch das an und macht es euch nicht. So, zurück zum Dingens. Dann, man kann sich auch noch ein paar andere Alias machen. Zum Beispiel immer wieder schon seit 20 Jahren Benutzung, Punkt, Punkt. Das geht einfach. Ihr kennt den Referenzeintrag, glaube ich, im Directory-Tree. Geht einfach eins rauf. Dort bin ich also sozusagen jetzt in... Oh, ich habe halt Caps Lock an. Ja, das ist nicht gemein. Ja, ich bin also eins nach oben gegangen. Und wenn ich wieder zurück will, haben wir ja schon gehabt. Genau. Es gibt tausende von Alias und Ideen. Die grundlegendsten Sachen sind zum Beispiel, wenn wir etwas nicht im Pfad haben, wie dieses Kommando ARP, ja, User SBIN gehört normalerweise an Root, aber manchmal will man das dann auch mal benutzen, dann kann man sich das aliasen. Schauen wir mal, was ARP hier ist. Ja, ich habe es nicht definiert, toll. Aber dafür gibt es ja Copy und Paste. Genau. So, jetzt haben wir uns das definiert. Und das Switch sagt, aha, genau das, wenn ich es aufrufe, tut es auch was. Hey. Ja, alle verbundenen Rechner da irgendwie werden mit ihrer MAC-Adresse dargestellt. Sehr, sehr nützlich. Könntest du mich noch hören? Normale melden, die ich mich nicht hören. Nicht du, Karl. Nicht schon. Okay. So, ja, auch immer wieder, dass man die üblichen Parameter mit hineingibt. Ja, hier benutze ich zum Beispiel BZIP mal und ein bisschen verbosely. 9 ist die höchste Kompressionsstufe und ich setze noch ein Time davor, weil ich einfach wissen will, wie lange das dauert. Und das kann auch mal dauern und ich hatte irgendwas mal vorbereitet hier, Copy, genau. Ich habe hier alles, was ich so über die WIM-Mailing-Liste mal gesammelt habe, so ein Zufall, WIM, Karl, kopiere ich mal kurz da ins Temp und das dauert einen Moment, weil das sind immerhin schon so ein bisschen paar Daten. So, da ist es. Ja, 357 Megabyte, immerhin, in 5 Sekunden kopiert, passt. Und an dieser Stelle, genau, rufe ich mal dieses definierte BZIP auf. Ich kopiere es lieber nochmal rüber, falls ich es nicht gedingst habe. Moment, ich habe mich gerade vertippt. Der Vortrag ist aus. Moment. Vertippt, da. So, ich nehme das mal rüber. Nein. Ich versuche echt schnell zu sein und wie immer das ist, ich vertippe mich, ja. Super. So, dann rufen wir das BZ mal auf und wir wollen dieses Datei-File dort mal komprimieren. Also immerhin 350 oder was Megabyte. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Cooles Feature in diesem Fall von dem Screen. Wir warten darauf, dass auf diesem Bildschirm sich was tut, aber wir wollen nicht immer mit Device Eyes drauf gucken.
Deswegen lassen wir das Programm selber schauen und wir setzen einen Monitor da drauf. Ach, das habe ich eh schon gehabt. Der Monitor. Was? Nicht jetzt schon? Oh Gott. Also, hier unten. Dieses Ding ist now being monitored for all activity und sobald was passiert, kriege ich einen Bescheid. Ich kann jetzt also sozusagen weggucken. Apropos, ich gucke jetzt hier auf mein Message Screen. Viele wissen es nicht unbedingt. Wir haben auf IRC, also beim International Relay Chat, bei der Quatschen im Hintergrund, auch einen Kanal für Graz, Graz 2015. Oh ja, mein Vortrag geht gerade los, danke sehr. Wenn ihr eure Kisteln dabei habt, könntet ihr eigentlich die ganze Zeit mit allen Leuten quatschen. Ja? Was ist denn im anderen Vortrag gerade los? Hat jemand das schon gesehen? Geht's dahin und so weiter? Also bitte auf Freenode kommt mit dazu, auf Graz 2014, redet drüber. Natürlich ist das morgen dann sozusagen fast ungefähr vorbei. Mhm. Gute Frage. Aha. Aber danach kommt ja sozusagen wieder der nächste Event. Wir können also schon vorher drüber quatschen, was gibt es für Ideen und so weiter. Ja, hallo Mama. Sehr schön, sehr schön. Wie wäre es mit Linux-Tage als Kanal? Definitiv richtig, sollte man mal registrieren. Genau. Use the mic. Ja, und da jetzt, also es ist ein Family-Kanal, bitte keine ASCII-Art-Dinger dieser Art, danke. Wer es nicht weiß, was es ist, das ist gut so. So. Wir müssen weitermachen, es tut mir leid, wir müssen jetzt zurück. Also hier unten sehen wir Show and Tell auf diesem Dingens, gibt es ein Ad-Zeichen, ein Hallo, hier hat es geklingelt, wir müssen leider wieder zurückschalten ins Studio, tut mir leid. Und was sehen wir da? Dieser ganze Vorgang hat 1 Minute 35 gedauert und es sind viel weniger Daten geworden, fast drei Viertel sind eingespart worden. Man fragt sich manchmal so bei der ganzen Redundanz, worüber reden die eigentlich auf dieser Mailingliste? Aber ich kann euch versichern, es gibt Mailinglisten, die kann man durch BZIP durchschicken und dann sind 94 oder so noch 97% gespart und dann weiß man einfach, unsubscribe. Ja. So, dann machen wir weiter. GPG, wer benutzt es? Finger? Hm? Okay, noch nicht ganz genug, aber schon gar nicht mal so schlecht. Genau, wer geht nachher zur King Signing Party, 18.30 Uhr? Sehr gut. Wer geht nicht hin? Warum? Ja, hat Snowden euch noch nicht genügend erzählt? Ja, encrypt all data, encrypt all streams. Ich sage immer, wer nicht verschlüsselt, nichts zu verbergen hat, geht als Erster in den Knast. Und die sozusagen verschlüsseln, kommen etwas später. Und sie kommen, das ist das Geile wahrscheinlich, ich hoffe sehr darauf, in den Extra-Knast. Ja, also wir werden uns alle dort wiedersehen. Ja. So, GPG, wenn wir mal was exportieren wollen. Mach so, das hätte ich mal kopieren sollen. ASCII, also wenn man eine ASCII-Datei sozusagen erstellen will mit ASCII-ARMA von einem Key, dann nimmt man einfach mal diesen Alias für ASCII und spart sich eine ganze Menge und da sind auch die ganzen Daten. Das Ganze kann man natürlich dann umlenken in eine Datei und so weiter und so weiter und so weiter. Machen wir aber alles vielleicht lieber en Detail im Realraum. Ja, man kann sich sehr viel da sparen, gerade bei GNU-PG gibt es so viele Optionen. Ich habe mal den Autor gefragt, was? Ich habe den Autor gefragt, warum denn GPG so viele Optionen hat. Er hat ein bisschen anders geantwortet, nicht ganz so richtig geantwortet, aber er sagte, er sei stolz darauf, dass es immer mehr Optionen gehabt hat als Mutt. Ja, der Mail-Client. Ja. Jetzt ist es. Meine Güte, ich bin nicht mal halb durch, glaube ich. Also, es, auch für WGET, was eine Webseite holt, kann man ja manchmal, eine Webseite hat einen User ein Passwort drüber gelegt und das kann man auch mit angeben. Und was ich sehr nett fand, einer hat mal eine Webseite gemacht, bei dem er den Usernamen auf Bitte gesetzt hat und Passwort auf Danke, ja, um mehr Höflichkeit im Web zu erzeugen. Ja, das fand ich schon mal ganz gut. Dann, wie lautet denn eure MAC-Adresse? Das ist manchmal wichtig, wenn man irgendwo als Gast da ist und der Administrator muss einen freischalten über die MAC-Adresse. Hallo Michael.
wie lautet die MAC-Adresse? Ja, das kann man über so ein Kommando bekommen und if-config und da steht es irgendwo. Und ich habe mir einfach mein Alias gebastelt und dann gebe ich also MAC ein und siehe da, da ist die MAC-Adresse. Das ist das Ding, was man haben will. Das ist der Alias, den ich hier oben definiert habe. Das ist nicht im System drin. Na, das ist if-config ist das Tool und da muss man sich die Daten irgendwie rausholen und das grep macht das. Und warum da ein minus O beim grep ist, das erzähle ich dann im Realraum nochmal. Das lasse ich weg, das habe ich schon mal gegeben. Man kann auch Doppelpunkte drin haben, ja, in einem Namen. Ja, ist ganz wichtig, so zum Beispiel für VI-User, die immer einfach Doppelpunkt Q drippen. Oh! Weg ist die Shell. Normalerweise, wenn jetzt hier sozusagen die Shell weg ist, dann war das der initiale Prozess und er ist weg und es gibt nichts mehr zu walten anzuzeigen, das Fenster ist weg. Aber hier ist Fenster nicht weg. Ja, Feature Zombie Mode in Screen. Hier unten ist ein großes Z. Wir können jetzt entscheiden, ob das Ding stirbt, der Zombie, oder ob er wiederbelebt wird. Und ich entscheide mich fürs Wiederbeleben, Control Space. Und schon ist die Shell wieder da, die ich da gestartet habe. Da kann man noch viele coole Sachen machen, am Sonntag im Realraum. So, ls gibt es viele Sachen drüber zu sagen, ja, jeder kennt sicherlich den Option minus l und dann gibt es noch so, vielleicht manche kennen noch minus d und dann gibt es noch weitere Sachen und was das alles ist, das habe ich jetzt erstmal nicht so direkt hingeschrieben, weil das sollte so ein bisschen Überraschung sein, ja, man kann diesen Text aber hier in Vim anschauen und das ist Rot 13 Text und dann kann man das d schlüsseln und dann wieder nicht, ha, hat sie aber gesehen. Wenn nicht, dann holt ihr euch eine Kopie von dieser Datei und benutzt ein bisschen Vim, weil das eben Rot 13 kann. Ja, ja, klar. Genau. Und dieses, wenn man minus RTL angibt, dann heißt es Reverse Time Listing in langem Format. Und mein Hinweis hier an dieser Stelle ist, dass es nichts mit dem TV-Sender zu tun hat. Ja? Das war mir wichtig, das wollte ich da hinschreiben. Aber, wie ich immer wieder sage, Farbe, ja, muss unbedingt sein. LS Color, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen oder noch nicht. Hier gehen wir mal lieber dahin. So, eine farbliche Darstellung der Dateinamen nach ihrer Extension. Ja, das kann man haben. Sehr coole Sache. Dirk Colors ist das Tool der Wahl, das ist dann auch referenziert. Da sind die Dinger drin gecodet. Das Ganze zu editieren ist ein bisschen, macht keinen Spaß. An dieser Stelle dachte ich mir, wenn ich schon vortrage, und Antworten gebe, kann ich ja mal auch eine Frage stellen. Kennt jemand ein schöneres Tool, das man mit diesen Dings da machen kann? Vielleicht gibt es das, ich habe es nicht gefunden. Es war nicht bei Google der erste Treffer, also gibt es das wahrscheinlich nicht. Ja. Also, ja, aber falls das jemand hat, bitte bei mir melden, ja? Ich möchte das gerne haben. Der Emacs hat wahrscheinlich... Hörst du aus damit? Aber das könnte sein, das kann sein. Also, wichtige Sache bei ls, bei der Z-Shell, die ich hier vor der Nase habe, wenn ich Minus eingebe und dann würde ich ganz gerne wissen, was gibt es denn da, drücke ich auf Tab. Wie viele Optionen hat ls? Mal so Zahlen hören, so ungefähr. 35, wer bietet mehr? 40? 1000 ist okay. Da war es. 200, okay, da schauen wir mal, wer näher dran liegt. Also, wir drücken auf Tab und die Shell sagt 148. Ist ja cool, oder? Ich finde das nicht schlecht. Drücken wir nochmal auf Tab, um zu sehen, was es da so alles gibt. Oh, das ist eine ganz lange Liste. Ja, und da kann man hineingehen und da kann man runtergehen und dann kann man sich dieses Color zum Beispiel auswählen. Cool, gell? Z-Check hat viele Sachen, können wir aber mindestens 2 Stunden drüber reden. Im Wesentlichen schaut euch die Z-Shells Lovers Page an. Das war meine Zusammenstellung hier von Micha Prokop und allen möglichen anderen Leuten, die beim Grummel-Projekt mitgearbeitet haben. Coole Sache. Was? Oh mein ZSH. Oh mein ZSH, ja, das gibt's auch noch. Sollte ich mal damit hineintun. Bitte eine E-Mail schicken, damit ich es hineintun. Ja? Merci. Genau. Dann gibt's auch diese lustige Sache. Wer viele Nummern mal braucht oder eine Aufzählung, der muss sich nicht bemühen. Es gibt diese Curly Braces, da macht man einfach, dass man auf Tab drückt und schon hat man diese ganzen Nummern da drin. Jetzt kann man sagen, ja, ich brauche nur die Ungeraden. Ja? Und da braucht man nur noch ein Step 2 angeben und siehe da, gibt es nur die Ungeraden. Wozu braucht man das? Naja, ungerade Zahlen, die könnten Primzahl sein. Ja, schauen wir mal. Das ist das, genau. Dann brauche ich jetzt nicht alles tippen. Gehen wir das mal hinein und siehe da, blub, Factor ist das Tool der Wahl, das faktorisiert und dann stehen die Dinge alle da.
Wenn die Zahl einfach nochmal für sich dasteht, dann ist es eine Primzahl. Ja, so kann man das auch definieren. So, jetzt glaube ich, habe ich nur noch eine Minute Zeit. Ich habe mir geschworen, ich breche ab, denn ich will für euch eine Pause gönnen. An dieser Stelle muss ich also weiterspringen. Es gibt noch ein bisschen was zu zeigen hier an dieser ganzen Dings. Machen wir das also vielleicht am Sonntag. Der Ausblick, den ich noch geben wollte, ist, da waren schon ein paar gestern Sachen und heute später, der Axel Beckert wird euch was zeigen über Aptitude. Ja, auch so ein, nicht Command Line, sondern GUI-Tool so ungefähr. TUI-Tool, Text-User-Interface-Tool, gibt es ein paar richtig schicke Sachen. Ansonsten How to Encrypt Root Server, da gibt es auch noch ein bisschen was über Krypto zu sehen. Und apropos Krypto, um 18.30 Uhr gibt es die Key-Signing-Party. Selbst wenn ihr nie an einer teilgenommen habt oder nicht teilnehmen wollt oder werdet, aber mal schauen wollt, bitte seid einfach mal dabei, schaut euch das einfach mal an. 18.30 Uhr hier unten dann beim Infostand, nehme ich an. Und nochmal der Hinweis, Sonntag bei das Show und Tell ab 16 Uhr, 16 bis 20 Uhr im Realraum der Brockmann-Gasse. Und das wollte ich noch machen. Telnet, Telehack. Die Kuh sagt, that's all, folks. Viel Spaß noch bei den Nazalinungstagen. Bis zum nächsten Mal oder bis Sonntag.